Mit 1:0 haben unsere Sportfreunde ihr Heimspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen verloren. Beim jetzt Cheftrainer Ismail Atalan. Ismail, woran hat es heute gelegen, dass es nicht zu einem Punkt oder gar zu 3 Punkten gereicht hat? Ich glaube, größte Linie eine Cleverness. Wir waren immer nicht mehr clever genug, haben uns irgendwann mal einfach wollten mit dem Kopf durch die Wand einfach das Tor schießen, obwohl es, glaube ich, in der 16. ist irgendwas oder das Tor gefallen. Wir hatten noch 70 Minuten, 75 Minuten Zeit gehabt, Tor zu schießen, aber ich glaube, da fehlt uns ein bisschen die Cleverness, vielleicht auch noch die nötige Erfahrung, die unsere junge Truppe vielleicht irgendwo fehlt, der vielleicht im Mittelfeld oder irgendwo auch vorne mal da vom Ball tritt und die Jungs mal ein bisschen sagt, okay, ein bisschen ruhiger und dann werden wir schon irgendwie das Tor schießen. Irgendwann ging es nur um den Kopf durch die Wand und dann wollten wir irgendwie das Tor erzwingen und das kannst du einfach nicht im Fußball, da musst du die Ruhe bewahren, immer kontrolliert alles machen, immer sich vorher Gedanken machen und ich glaube, das hat uns irgendwann gefehlt. Kannst du der Mannschaft heute einen Vorwurf machen, dass irgendwas nicht so nach deinen Vorstellungen gelaufen ist? Ja, das ist der einzige Vorwurf. Einfach der zweite Vorwurf ist einfach halt eben, dass wir in der zweiten Halbzeit doch nicht mehr diese aus dem Spiel heraus, diese Chancen uns herausgearbeitet haben, die ich mir erhofft habe. Ja, auch durch die Wechsel haben wir jetzt nicht verstanden, das Spiel besser zu gestalten. Aber ansonsten von der Einstellung her, egal wer das war, von Nummer 1 bis 18 kann ich es keinem vorwerfen. Die wollten unbedingt das Spiel gewinnen, die haben alles für den Sieg getan. Aber halt eben da fehlen noch 2, 3 Punkte und 2, 3 Sachen, die man vielleicht ändern muss. Aber da fängt es auch beim Trainer an, da muss ich mich selber erstmal in die eigene Nase packen, dass ich da vielleicht ein paar Sachen ändere und dann vielleicht gucke, dass es besser wird. Da sitzen wir alle in einem Boot und ganz vorne sitze ich. Von daher haben wir heute ziemlich vieles von Einstellung her richtig gemacht, aber vom Spiel her auch sehr viel falsch gemacht. Am Mittwoch geht es jetzt im Viertelfinale des Westfalenpokals gegen Concordia Wimmelhausen. Ist zwar nur ein Bezirksligist, aber du hast es schon gesagt, gerade auf der Pressekonferenz, dass es das wichtigste Spiel der bisherigen Saison ist. Warum ist das so? Ja, weil das für den Verein sehr wichtig ist, weil man, sag ich, vielleicht einen Bonus irgendwo erreichen möchte, über diese Hintertür vielleicht in den DFB-Pokal kommen will. Und ich erwarte von meinem Spiel einfach 100%. Vor allem hat Wimmelshausen in den letzten 2 Runden bewiesen, dass sie den Regionalligisten ohne Probleme ausschalten kann. Wienbrück und Wattenscheid haben ihn nach Hause geschickt. Und ich erwarte von meinen Spielern einfach, dass sie einfach nicht so dumm sind und auch drauf reinfallen. Und deswegen ist das extrem wichtig für jeden Einzelnen auch, wie er sich präsentiert für die nächste Saison, für uns in der Zukunft, auf wen man zählen kann, auf wen man nicht zählen kann. Also ein Spieler, der vor 10.000 Zuschauer Vollgas gibt, den gibt es wie Sand am Meer. Aber ich glaube, die Spieler, die sich solche Spiele motivieren können und Vollgas geben können, die werden gesucht. Und da erwarte ich von meinen Spielern, dass sie mir als Trainer oder dem Verein auch beweisen, dass man dem Verein wirklich auch etwas zurückgeben möchte und hier wirklich 110% gibt. Also ein gutes Gefühl für Mittwoch. Absolut, bei der Truppe habe ich ein gutes Gefühl momentan. Danke.